Hallo Freunde vom Kanal PVB, okay, grüßt euch, servus. Mal ein kurzes, was heißt kurzes, ein knapp 22-minütiges Video, was ich hier mal zwischen reinschiebe, nachdem dass der Puma mit einem neuen Patch gekommen ist. Und zwar der Puma nennt sich auch Sonder-Kfz 234-2. Hat ein Battle Rating von 2.7 im AB, was ich hier spiele. Es kommen auch verschiedene Maps dran. Und was also sehr, sehr gravierend ist, wenn dieses Fahrzeug Stock ist, also nicht ausgebaut ist und ihr fahrt da volle Kanne, dann schwänzelt das Fahrzeug unheimlich. Ich spiele ja nur mit Maus und Tastatur und ich habe mich also teilweise sehr hart getan. Bei den kleinsten Lenkmanövern hat er natürlich gleich Schwänzeln angefangen, wollte ausbrechen und dann schaukelt sich das hoch. Quasi wie zum Beispiel ein Auto mit einem Wohnanhänger hinten dran, der viel zu schnell fährt und der Wohnanhänger fängt die Schwänzeln an und irgendwann haut die ganze Sache um. Gut, der ist nicht umgefallen, aber er schwänzelt wie Hund. Und wenn er Stock ist, ja Leute, dann werdet ihr hin und wieder ein paar Tränen vergießen, bis ihr sämtliche Module erforscht habt und bis die Mannschaft geskillt ist. Bei mir war ja auch alles auf Null gesetzt. Habt es dann alles frei gespielt. Auch die Mannschaft, habe also etliche Spiele absolviert, könnt ihr euch ja vorstellen. Man kann mit ihm was reisen, gar kein Problem, wenn er ausgebaut ist, umso besser. Denkt aber nicht, dass ihr jetzt einfach nur zwecks der Geschwindigkeit hier einfach voll ins Getümmel fahren könnt. Spielt ihn bitte, wenn es möglich ist, aus der zweiten Reihe heraus. Er hat eine gute Geschwindigkeit, man kann Flankenwechsel machen, man kann flankieren ohne weiteres, hier Rückwärtsgang rein, man kann sich zurückziehen, ruckzuck kann man seine Position verlagern. Das ist unheimlich gut. Wer taktisch so spielen kann und möchte, der ist mit dem Fahrzeug sehr gut dran. Ansonsten, wenn einer glaubt, dass er wegen der Geschwindigkeit voll ins Getümmel fahren kann, der hat sich zwar nicht getäuscht, aber der wird nicht lange überleben, denn die Panzerung ist ja bei dem recht schwach. Die stärkste Stelle ist ja vorne um das Kanonenrohr. Alles andere, was dann rundherum gebaut ist an Blech, könnt ihr vergessen. Ich glaube sogar, dass mit Sicherheit die Reservepanzer auch durchkommen würden. Und bei dem Battle Rating 2.7, ne, also da gibt es keinen, der euch nicht knacken könnte. Ne? Und das zwar im Handumdrehen, also so schnell braucht ihr gar nicht gucken. Ja, die Munition ist auch recht gut verteilt. Aber da kommen wir mal später auf die Module. Das mache ich dann einmal explizit, wenn ich nur dann den Puma vorstellen mit seinen vier Achsen, die einzeln lenkbar sind. Manchmal sieht man es bei Gaijin, manchmal sieht man es nicht. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Aber es sind halt wahrscheinlich irgendwelche Programmierfehler. Aber gut, was soll's. Ja, es werden noch andere Panzer auftauchen. Und zwar habe ich in dieses Deck schnell hineingezogen den Panzerkampfwagen 4 Ausführung F1. Mit einem Battle Rating von 2.3 und den Sturmpanzer 2 mit einem Battle Rating von 2.3. Die habe ich dann nochmal ausgegruscht, weil die waren nämlich auch beide Fahrzeuge noch komplett Stock. Die habe ich einfach nicht gefahren, weil ich sie nicht fahren wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann nimmst du die, packst du alle zusammen in ein Deck, das passt schön zusammen. Und dann heizen wir einfach mal los. Ja, haben wir auch gemacht. Sind wir hier durchgedüst überall. Jetzt ist mein Pantherchen wieder unterwegs. Also was er Probleme hat, zum Beispiel
Wenn ihr also in sumpfiges Gelände kommt oder wenn ihr im Schnee fahrt, also da quält es sich manchmal ganz schön, vor allen Dingen im sumpfigen Gelände. So, wenn ihr am Rand von einem Fluss fahren wollt, ne, da habt ihr erhebliche Probleme, dass ihr da vorwärts kommt. Meidet also irgendwelche weichen Untergründe bei dem Fahrzeug und nehmt bitte, wenn es geht, nur befestigte Wege, Straßen oder eben felsigen Untergrund. Und alles, was ein bisschen motschig oder matschig ausschaut, lasst es gehen. Hier seht ihr auch die Granaten, die verschossen werden können, die Nebelgranaten. Das sind also nicht die, die ihr am Turm rechts und links seht, sondern ihr könnt diese Nebelgranaten übers Rohr verschießen. Da hat es also jemand schon gemacht. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Patch erst aufgetreten ist oder war es vor dem Patch auch schon. Eine Granate, die im Winkel von 5 oder von 10 Grad aufs Fahrzeug aufschlägt. Was heißt aufschlägt? Die ratscht ja eigentlich mehr dran vorbei. So, jetzt bin ich gleich kaputt. Das war die Artillerie, ne? Die macht mich zurzeit kaputt. Und was besonders schlimm ist, was ich herausgefunden habe, dass momentan die Artillerie seit dem neuen Patch meines Erachtens besser trifft. Denn ich wurde also mit dem Puma insgesamt in den Spielen mindestens 6 oder 7, 8 Mal, so in etwa, von der Artillerie rausgenommen. Also, ergo, haben die doch irgendetwas möglicherweise dran geschraubt. Oder weil er so verletzlich ist, dass selbst eine Granate von der Artillerie, wenn sie weiter weg einschlägt, dich kaputt macht. Ja, man, durch den Schnee, wie gesagt, kann man schon fahren, aber das bremst ihn also auch ungemein. Und ich weiß nicht, bei dem neuen Patch, der rausgekommen ist, habe ich jetzt erlebt, diese Fahrzeuge, wie gesagt, die waren Stock, alle drei. Habe mir für alle drei Fahrzeuge alle Module erspielt und die Mannschaft geskillt durchs Spielen. Und dann wurde mir irgendwann mal durch Gaijin am Bildschirm mitgeteilt, keine Forschungspunkte mehr für die Fahrzeuge möglich, weil alle Module erforscht worden sind. So, dann bin ich in die einzelnen Fahrzeuge reingegangen und habe mir die Module alle angeschaut und ihr werdet es nicht glauben, in allen Fahrzeugen, hier diese drei, waren drei Module nicht freigeschaltet, obwohl es geheißen hat, dass alle Module bereits erforscht sind. So, warum ich da daneben geschossen habe, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht verrissen. Man müsste es im Replay ganz langsam anschauen, dann kömmt man vielleicht drauf, ne? Warum und weshalb. Eigentlich ist der ja so, der steht ja komplett frei und ich habe den nicht getroffen, ne? Naja, gut, okay. Da habe ich halt wieder mal einen Fehler gemacht. Aber hier kann man sich schön schnell zurückziehen. Ihr seht es hier noch einmal am Rückwärtsgang. Das ist also schon eine feine Angelegenheit. Also wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit etwas zu hoch gezielt gehabt durch den Baum durch. Das kann natürlich möglich sein. Man kann also mit dem Panzer wirklich was reißen, aber man muss halt dementsprechend vorsichtig sein. Und vor allen Dingen im AB ist es ja so, die Gegner werden ja angezeigt und die Gegner sehen ja dich auch, ne? Und dementsprechend ist es natürlich für die auch ein leichtes, das Ziel auszumachen. Und wenn es halt Pech hast, ein Schuss langt normalerweise und du bist eigentlich hops. Da ist es natürlich beim RB etwas, sage ich,
leichter in der Form, dass man überleben kann, wenn man eben dann nicht sofort richtig erkannt oder gesehen wird und man gut die Deckung nutzt. Was halt im AB eigentlich ja fast nicht so möglich ist, denn der Gegner ist immer irgendwo frei sichtbar. Da habe ich geschossen durch den Baum, durch den Baum fällt nicht um, aber der Panzer geht kaputt. Ja, das ist so, ja, gibt solche Sachen, gell? Ja, wie gesagt, die Fahrzeuge werde ich dann einzeln noch einmal separat alleine spielen und darüber ein komplettes Video machen. Das sind ja jetzt nur zusammengeschnittene Teile aus verschiedenen Matches heraus. Da habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht. Bin etwas zu ungeduldig gewesen. Hab mir gedacht, naja, wenn der vorfährt, dann schießt er, dann kann ich schießen und rotz ihn weg. Also ich war echt der Meinung, ich könnte den mit einem Schuss wegpacken. Normalerweise sollte das ja eigentlich auch möglich sein. Aber es hat also nicht viel gefehlt und der hätte mich noch gekillt. Und da war ich so perplex, bin da, da um dieses Rondell rumgefahren, wollte wieder zu C, wollte zurückkappen. Und dann auf einmal kommt da ein fremder Panzer zu mir, ne? So, ohne mir nichts, dir nichts, ne? Und bevor ich das realisiert hatte, hat der aber leider Gottes auch schon abgedrückt, dieser Lümmel. So, und das ist jetzt der Sturmpanzer 2 mit einem Battle Rating von 2.3. Und da habt ihr gesehen, wir sind natürlich schon wieder vom Spawn aus mit den Flugzeugen behakt worden. Das sieht man ja auch, ne? Wir sind hier schon wieder mal im Verliererteam. Und dieses Gefährt hier, es ist wirklich nicht schlecht. Also, es braucht natürlich auch entsprechende Maps für dieses Fahrzeug. Nicht jede Map ist jetzt für dieses Fahrzeug unbedingt geeignet. Aber man kann damit in einer Hinterhangstellung stehen. Man kann schön teilgedeckt stehen. Man kann über Hindernisse unter Umständen drüber schießen in hohen Bogen. Je nachdem, wie weit der Gegner hinter dem Hindernis steht oder platziert ist, ist es also durchaus möglich, durch die ballistische hohe Kurve, die das Geschoss hat. Ja, das waren Bömpchen wieder mal, ne? Bömpchen, wie so immer. Also wie gesagt, durch die hohe ballistische Kurve von dem Geschoss ist es also sehr gut möglich, Gegner hinter Deckungen bekämpfen zu können, die aber dann auch dementsprechend weit hinter dieser Deckung stehen müssen. Wenn sie direkt hinter der Deckung stehen, wird es nicht funktionieren. Aber so ist das Gefährt eigentlich nicht verkehrt, nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Mit den Zielen halt. Immer das ganze Fahrzeug komplett aufs Ziel ausrichten. Das ist ein bisschen nervig, vor allen Dingen, wenn man halt Panzer mit Türme, drehbaren Türmen gewohnt ist. So, jetzt habe ich auch einen von hinten bekommen. Ja, den habe ich zu spät auf der Map gesehen. Und dann war es halt auch vorbei mit mir. Ja, manchmal habe ich auch einen Schluss dran gelassen, damit ihr seht, was ich erreicht habe oder nicht erreicht habe. Na, das werden wir alles gleich noch rausschneiden. Das Video wird jetzt erst einmal im Rohformat jetzt hier zusammengestellt. Und dann werden wir da wohl ein bisschen was rausschneiden müssen, schätze ich. Ja, Sinai kennt ihr ja auch, ne? Und ja, das ist auch so eine Sache, da durch den Sand durchfahren. Aber es geht. Also ist nicht so, dass es nicht machbar wäre. Und die Räder, ich weiß nicht, man sieht sie einfach nicht einlenken.
Und ich war der Meinung, irgendwo hätte ich in einem Video das gesehen, wie sich da die Räder alle miteinander lenken lassen pro Achse. Hm, naja gut, vielleicht war das ja auch bloß eine optische Täuschung. Ich weiß es nicht, aber mir war es so. Ja gut, ist natürlich ein sehr großer Aufwand, diese Achsen zu programmieren, so dass sie auch lenken, also dass man sie sieht, ne? Ja, den einen beschossen, der andere zieht nach, ne? Der Crusader, und der hat mich natürlich dann herausgenommen, ganz logisch. Und ich konnte aber auch nicht wegfahren, ne? Das war ja wieder mal so ein Ding, ne? So, da hat der nächste mal seine Nebelgranaten ausprobiert da hinten. Da wo der Horo steht. Der hat ja jetzt noch eine adäquate Geschwindigkeit gehabt, aber jetzt guckt Leute, der kleine Frecker da, der ist so dring und der ist so schnell vorbeigefahren. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Was ist denn das? Überquerung des Rheins, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das war jetzt auch eher Japaner. Ich glaube, das war der Horo. Wann habe ich einen Durst? Bei mir ist hier oben eine Wärme. Wir haben also heute 29 Grad gehabt bei uns hier. Das ist also eine Seltenheit. Und ich sitze ja hier unterm Dach in meinem Filmstudio. Und da ist es natürlich auch dementsprechend warm, obwohl alles isoliert ist zwar. Aber wir haben hier oben, glaube ich, auch. Moment, ich kann es euch fast genau sagen. Ja, 29 Grad haben wir hier oben. Nicht schlecht, Herr Specht. Da wird der Hals trocken. Ja, also schaut auch nicht hier nach Taktik oder sonst irgendwas. Ich habe genug verkehrt gemacht. Mir ging es aber auch nicht darum, jetzt hier unbedingt tolle Matches abliefern zu müssen. Da habe ich gedacht, der Gegner steht viel weiter weg. Ich habe zwar auf der Minimap gesehen, wollte aber dann auch nicht bei dem bleiben. Habe mir gedacht, oh, dann machst du lieber Kreisel, Kreisel, Kreisel um ihn herum und schaust immer, dass du so schnell wie möglich wieder wegkommst, damit er keine Möglichkeit hat, sein Stummelrohr auf dich auszurichten. So, und da hat einer von vorne da rechts geschossen, aber der hat mich Gott sei Dank nicht ganz erwischt. Dann habe ich dann erst einmal die Beine unter die Arme genommen, ne, und bin dann erst mal weg. Und dann Panzerkampfwagen 1 oder was es ist, der hat mich dann doch zersemmelt. Ja, und das ist jetzt Kuban, also die Map, die haben die entweder komplett umgebaut, ich hätte sie beinahe nicht einmal mehr erkannt. Und jetzt kommt was ganz Lustiges, passt mal auf die KI-Einheit ein, auf. Der hüpft also da und klettert den Berg hoch und dann fällt er mir direkt vor die Füße, ne? Hüpft da rum wie so ein Gummiball. Ja, das ist halt das, wenn man Maps umbaut oder umgestaltet, dann sollte man vielleicht auch die Fahrwege der KIs überprüfen, ob die noch passen. Ja, hier sind wir mit dem Panda im Wasser. Also da ist er relativ zügig durchgefahren. Also da haben andere Panzer teilweise erheblichere Probleme als wie der Puma. Habe ich jetzt Panda gesagt? Ich komme schon von lauter Tiere, komme ich schon ganz durcheinander. So, da war da so ein Flugzeug rumgelegen. Der war nicht ganz tot. Dann habe ich mir gedacht, warum ich den jetzt zum Beispiel nie getroffen habe, da die Ausführung F1 da, denselben, wo ich war, weiß ich auch nicht. So, den wollte ich dann noch zersieben. Denke mal, den Punkt, den holst du noch. Und jetzt beschießen wir den Kerl noch einmal und jetzt hat es halt geklappt.
Ach so, was ich noch sagen wollte, genau. Alle Fahrzeuge, die also da Stock gewesen sind bei mir, vor allen Dingen auch der Puma, der schießt also nicht immer genau auf den Punkt, ne? Weil er noch nicht eingeschossen ist. Also Einschießen ist ganz wichtig, weil der schießt mal links und mal drüber, mal drunter, mal wegen rechts. Das machen aber die anderen Panzer eigentlich auch alle. Also ganz wichtig, erforscht das Einschießen, weil sonst gehen euch etliche Schüsse flöten, die vielleicht zu einem Kill oder zu einer Beschädigung hervorrufen würden bei anderen Panzern. So, dann sage ich jetzt mal erst einmal langsam Tschüss. Die Endcut, die werden wir wieder so reinbasteln. Wir werden die selber gemachte Endcut nicht ranhängen. Und dann hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt. Bis dann die Fahrzeuge nochmal einzeln vorgestellt werden. Richtig mit der Geschichte etc., was ich halt dazu gehört. Jo, liebe Leute. Also, würde ich ganz einfach sagen, macht es gut. Gebt mir ein Like. Zieht ein Abo von meinem Kanal, würde mich freuen und dann viel Spaß. Tschüss, macht's gut, euer PVB. Okay.